So, lass mich noch eine Aufgabe rechnen. Nehmen wir mal die 7 durch 3. So, und, die Art und Weise, wie wir darüber nachdenken sollten, ist, wie viele Dreiergruppen kann ich denn aus einer 7 bilden? Und um uns das ein bisschen besser anzuschauen, male ich das mal auf. Dann male ich jetzt mal 7 hier. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So, und jetzt ist die Frage, wie viel Dreiergruppen kann ich hier draus bilden? Und zwar kann ich hier diese dreimal zusammenfügen, das sind 3, und die nächsten 3. So, das heißt, ich kann hier zwei Dreiergruppen draus bilden, aber zwei Dreiergruppen wären ja insgesamt nur 6. Das heißt, es ist noch nicht genug und ich habe ja hier auch noch was übrig. Und was hier übrig ist, dieses 1, ist eben übrig. Das ist mein Rest. Das heißt, 7 durch 3 ist 2 und ein Rest von 1. Und erst mit diesem Rest ist die 7 auch wirklich komplett. Das heißt, der Rest ist ganz wichtig. Also 7 durch 3 ist 2 mit Rest 1. So. Rechnen wir einfach nochmal ein zweites Beispiel. 15 durch 4. So, was ist 15 durch 4? Wir malen es wieder auf. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. So, also hier will ich jetzt Vierergruppen bilden. Also Gruppen mit 4 Kringeln oder Murmeln oder was auch immer du dir dabei vorstellst. Also 15, nehmen wir mal in blau. Vierergruppen, das heißt, ich kann hier einmal diese ersten 4 zusammenfassen, da habe ich eine Vierergruppe und diese 4 zusammenfassen, habe ich eine zweite Vierergruppe und diese 4 zur dritten Gruppe. Das heißt, ich habe drei Vierergruppen. Sie kann hier schon mal eine 3 hinschreiben, aber ich habe hier einen Rest. Und zwar setzt er sich aus diesen 3 Kringeln zusammen. Also ich habe hier einen Rest von insgesamt 3. Ja, das ist mein Rest. So, und den muss ich oben auch noch dazu schreiben, sonst ist das Ergebnis nicht vollständig. Also ich habe hier drei Vierergruppen mit einem Rest von 3. Das heißt 15 durch 4 ist 3 mit Rest 3. Das Ganze machen wir jetzt nochmal mit der schriftlichen Division oder dem schriftlichen Teilen mit einem dritten Beispiel. So, dann nehmen wir jetzt mal, was nehmen wir denn? Also, 75 durch 4 wollen wir rechnen. Und zwar kann ich ja jetzt zuerst mal hier reinschauen, wie oft geht denn die 4 in die 7? So, die 4 geht in die 7 genau einmal, ja, weil 2 mal 4 wäre ja schon 8, da passt nicht rein. Das heißt, und 1 mal 4 ist 4, das kann ich hier unten drunter schreiben und abziehen, also es ist eigentlich eine 40, aber wir reden jetzt erstmal über die 10er-Stelle, das heißt, kannst die 5 ruhig mal kurz ignorieren. Und das können wir jetzt ausrechnen. Was bleibt denn da übrig? 7 minus 4, da bleibt 3 übrig. So, und die 5, die nehme ich einfach runter, habe ich hier 35. So, und jetzt die nächste Frage ist, wie oft geht denn die 4 in die 35 rein? Also 35 durch 4. Ja, und die 4 geht da 8 mal rein. So, und 8 mal 4. Was ist 8 mal 4? 8 mal 4 ist 32. Das kann ich wieder drunter schreiben und hier abziehen. So, dann bleiben hier noch 3 übrig. Und jetzt fragen wir uns nochmal, wie oft geht denn die 4 in die 3 rein? Gar nicht mehr. Ja? Die 4 ist größer wie die 3, funktioniert also nicht. Das heißt, das ist unser Rest. So, das ist unser Rest. Und den schreiben wir dann oben eben noch dazu, damit die Aufgabe und das Ergebnis komplett ist. Das heißt, 75 durch 4 ist 18 mit einem Rest von 3.